Kirgisen waren früher ein nomadisches Volk. Sie lebten von ihren Tieren und mussten ein paar Mal im Jahr neue Weiden finden. Deshalb wohnten sie in Jurten, die man auf- und abbauen konnte. Die Kultur der Nomaden war ungewöhnlich und sehr interessant. Sie lebten nach den Traditionen und Bräuchen, die wir in diesem Film zeigen. Wichtige Teile der Nomadenkultur waren die traditionellen Ornamente. Historiker wissen, dass Nomaden seit der Antike ihre Häuser, Kleidung und Waffen mit originellen Ornamenten geschmückt haben, die nur der nomadischen Kultur eigen sind. Das ist unsere traditionelle Kleidung. Das ist unsere Teppichmuster. Die Teppiche sind aus Filz. Die Hütte ist eine traditionelle Wohnung der Nomaden. Sie ist aus Filz gemacht. Die Hütte ist schnell zusammengebaut und kann innerhalb einer Stunde leicht zerlegt werden. Im Sommer ist sie kühl und im Winter ist sie sehr warm. Die Hauptteile der Hütte sind Kerege, das Holzgerüst, Ur, Djerdi, die Kuppel, Koshma, die Bedeckung der gesamten Struktur. Tünduk, der Kreis oben auf der Kuppel. Am Nachmittag wird der Tünduk zur Beleuchtung genutzt und nachts ist er leicht bedeckt und dient dazu, Wärme zu bewahren. Hallo! Die Hürde ist das traditionelle Haus der Nomaden. Sie ist in zwei Hälfte geteilt. Der Ost ist weibliche Hälfte und der Westen ist männliche Hälfte. In der weiblichen Hälfte steht das Bett der Braut. Und hier ist ein Schrank. Er steht gegenüber von Tür. Dies ist eine Stube zum Schlagen von Kümmis. Kümmis ist unser Nationalgetränk. Es ist Milch vom Pferd. Die Sachen der Männer sind auf der linken Seite der Hürde. In der männlichen Hälfte sind Kleidung der Männer und das Pferdegeschirr. In der männlichen Hälfte schläft der Besitzer. Temirde zımga tarttırıp, asemin anti arttırıp, jambını büyük soğuldu, saraltındı boğuldu, jambını atı alsak dep, arkimden bolup talavı, mancunun kanı neskara, bassı atıp berdele, karasa közge ilinbeyt, oğunun kayda getkeni, kaytı attı çurkurap, Kaykayan jok bul jambı, kalmaktar atı ötkönü, kaçırıp koşoy jetkeni, koşoy atta bergeni, kozgolup jambı bılk etpeyt, kotorulup kılk etpeyt. At çu batkın degende, adanın bağrı çu dedi, kalmak jurtu bir türkün, kırgız jurtu bir türkün, oğan jurtu bir türkün, türkün türkün boğuşup, dünya cüzü toğuşup, mezanın başı jılkıldap, adamın başı kılkıldap, orçun kara kol boldu, orun köçe jol boldu. Das Epik von Manas ist Kirgisistans wichtigster Kulturschatz und eines der größten mündlichen Gedichte der Welt. Mit einer 500.000 Verszeilen ist es 20-mal länger als Homers Odyssee und die Ilias zusammen. Für die Kirgisen, die sie für ein Symbol ihrer Kultur und für ihre Heiligkeit halten, stellt sie das Herz ihrer spirituellen Identität dar. Sie wird seit 1000 Jahren weitergegeben. Die Geschichte von ihm ist sogar im Guinness Buch der Rekorde aufgeschrieben. Cengiz Aitmatov ist ein kirgisischer Schriftsteller. Er lebte von 1928 bis 2008. Er konnte mehr als 30 Sprachen sprechen und ich lese gern seine Romane. Tovus Korgol ist ein kirgisisches Volkslogik-Brettspiel. Das Spiel entwickelt mathematisches Denken und fördert die Ausdauer.
Ordo ist eines von unseren traditionellen Spielen. Ordo ist ein Spiel mit zwei Mannschaften. Das Ziel des Spiels ist es, den Khan aus dem Kreis zu schlagen. Der Khan ist der Königsknochen in der Mitte des Kreises. Der Kreis, der 14 Meter Durchmesser hat, darf nicht betreten werden. Wenn man ihn betritt, muss man einmal aussetzen. In Kirgisistan gibt es viele Spiele mit Pferden. Eins davon ist Gokburu. Es spielen zwei Teams, die ein Schaf in der Mitte des Feldes in einen Kreis werfen. Jar-Jar ist eine Zeremonie während einer Hochzeit, bei der eine Frau singt und das Brautpaar begleitet. Die Sängerin gratuliert ihnen und teilt ihnen Wünsche in Form eines Liedes mit. Maşputoy ist eines der beliebtesten und bekanntesten Musikstücke der kirgisischen Kultur. 2016 haben 1000 Komo-Spieler an der Eröffnung der Weltspiele der Nomaden Maşputoy gespielt. Es sah toll aus. Das ist ein traditioneller kirgisischer Tanz. Bishparmach ist unser nationales Essen. Es besteht aus Hammel und Pferdefleisch und Nudeln. Dem Ehrengast gibt man Ucha. Das ist der besonderste Teil des Hammel oder Pferdefleisch. Kirgisen essen Bishparmach mit 5 Fingern der rechten Hand. Es ist sehr lecker. Besonders in Nahrung isst man mehr Pferdefleisch als andere Arten. Ist ein Mann was? Kulkuldat, Orchunun, Attenbare, Sven, Allah.